Folgendes müssen wir tun, um in Tears of the Kingdom Gemüse anbauen zu können. Zunächst müssen wir nach Ateno und dort dann zur Schule, um mit Symion zu sprechen. Anschließend müssen wir dann zur Mittagszeit erneut die Schule besuchen, um ja als Aushilfelehrer am Unterricht teilzunehmen. Wir starten dann die Sidequest Anschauungsunterricht, für welche die erste Aufgabe ist, ein Gemälde zu fotografieren, welches sich in Kakariko oben in Impas Haus befindet. Dieses müssen wir lediglich abfotografieren und anschließend dann wieder zur nächsten Unterrichtsstunde, welche wie gesagt immer mittags ist, vorzeigen. Daraufhin bekommen wir unsere nächste Aufgabe, welche darin besteht, ein Monster Curry zuzubereiten. Für dieses benötigen wir zum einen Goron-Gewürz, welches wir in Goronia im Gemischtwarenladen bekommen, und zum anderen Monster Essenz, welches wir wiederum in Taburasa auf dem Markt bekommen können. Sollten wir also nun die Monster Essenz, das Goron-Gewürz und den Hyrule-Reis haben, müssen wir die Zutaten nur noch kochen und bekommen dann das Monster Curry raus. Dieses bringen wir dann erneut zum Unterricht und bekommen als Belohnung die Erlaubnis, das Schulfeld zum Anbauen zu nutzen.